Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist noch relativ früh am Morgen, wenn man die Anreise bedenkt. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der drei Kongresspräsidenten Thomas Becker, Nicolai Maas und meiner selbst zum 11. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Roboterassistierte Urologie und zum ersten interdisziplinären Symposium für Roboterassistierte und digitale Chirurgie am Kurz-SEM-Zentrum des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein hier am Campus Kiel. Mein besonderer Dank gilt insbesondere dem Vorstand, lieber Stefan, stellvertretend du an Ihrer Stelle, dafür, dass ihr uns das Vertrauen geschenkt habt, dem Vorschlag gefolgt seid, dass wir ein interdisziplinäres Symposium ausrichten, was sicherlich neu ist und das vom Ansatz her im Grunde genommen ja neue Richtungen auch aufweisen soll. Und dafür unser ganz herzlicher Dank. Für diejenigen, die das Deutsche Roboterurologie-Symposium, DRUS abgekürzt, noch nicht kennen bzw. noch nicht erlebt haben und für all diejenigen, die es kennen oder meinen zu kennen, erlauben Sie mir ein paar ausführende Worte. DRUS 2019 in Kiel heißt alles anders. Wir machen alles einmal anders. Wir machen es interdisziplinär, wir haben Parallelübertragungen von aus fünf OP-Sälen, insgesamt 19 Live-OPs. Eine Übertragung, bin sehr gespannt, ob das funktioniert, aus den USA, morgen aus Chicago, mit dem Single-Port-System der Firma Intuitive. Wir haben weitere Semi-Live-Präsentationen auch am Freitag. Wir haben zwei Simulator-Wettbewerbe. Und ich darf Sie jetzt schon alle aufrufen und bitten, kräftig daran teilzunehmen. Es gibt auch was zu gewinnen. Wir werden darüber später noch informieren. Wir haben auch ein innovatives Lehrkonzept und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Christian-Albrechts-Universität, der Medizinischen Fakultät, stellvertretend Herr Professor Röcken, der als Prodekan dafür steht, denn die Universität hat dieses Projekt unterstützt. Es geht um die Einführung in die klinische Anatomie und es geht nicht nur darum, dass die Studenten, die morgen hier in 200er Scharen auftreten und aufschlagen werden, einfach mal Anatomie live erleben in Form von operativen Eingriffen. Nein, das Ganze mündet dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Thilo Wedel, in einem Testat. Und Sie müssen im Grunde genommen diese Prüfung auch bestehen. Also ich bin sehr gespannt, wie das wirkt. Wir können nicht früh genug anfangen, für unsere Fächerchirurgie zu werben. Wir zeigen Ihnen die unterschiedlichsten fachspezifischen Herangehensweisen bei gleicher anatomischer Region. Das ist im Grunde genommen das Skelett, das Grundgerüst dieses Kongresses. Wir schauen uns Regionen an, in der der Urologe, der Chirurg und der Gynäkologe operieren und wollen sehen, wie sind die Herangehensweisen der jeweiligen Fachdisziplinen, warum macht der eine das so und der andere wieder anders, wo sind die Leitstrukturen, deshalb ist der Anatom eine Schlüsselfigur, Herr Professor Wedel, der zu meiner Linken sitzt und auch den ersten Vortrag halten wird. Wir folgen damit ganz streng dem Motto des Kurz-SEM-Zentrums, miteinander, füreinander und voneinander lernen. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel voneinander und miteinander gelernt. Dem einen oder anderen von Ihnen ist es möglicherweise nicht entgangen, dass Ende April in der FAZ, im Feuilletonteil am Samstag, ein ganzer Feuilletonteil einer Person gewidmet war, auf die jeder in diesem Saal Menschheiten Jahrhunderte geschaut haben, nämlich Leonardo da Vinci. Es hat nichts mit dem Da Vinci-System draußen zu tun, sondern Leonardo da Vinci ist ein sehr spezieller Mensch gewesen. Er ist wahrscheinlich einer der genialsten Universalgelehrten, den die Menschheit je erlebt hat. Sein Todestag, der 2. Mai 2019, jährte sich zum 500. Mal, also praktisch gestern. Und Leonardo da Vinci war mehreres. Er war Wissenschaftler, er war Künstler, Erfinder und er war auch Architekt. Und was all seine großartigen Werke, die er erschaffen hat, gemein haben, das ist sehr interessant, wenn Sie das lesen und sich genauer damit beschäftigen. Sie orientieren sich immer an der Anatomie. Leonardo da Vinci, für ihn war Aufbau und Funktionsweise des menschlichen Körpers der Inbegriff optimalster Bewegungs- und Funktionsabläufe. Und das hat er auch in seinen Bauwerken so umgesetzt. Leonardo war in die Anatomie verliebt und kehrte deshalb immer wieder zu deren Ursprüngen zurück. Immer wieder anatomische Studien, ganz gleich, welches Projekt er in Angriff nahm, welche Malerei, welches Bauprojekt oder auch andere Entwicklungen, Erfindungen er im Kopf hatte. Nehmen wir uns ein Beispiel an diesem Genie, tauchen Sie mit uns ein in die schier grenzenlosen Möglichkeiten der modernen Chirurgie unter Berücksichtigung der anatomischen Vorgaben.
Erlauben Sie Ihrem Geist, Chirurgie einmal anders zu erleben, anders zu denken, denn sehen heißt nicht wahrnehmen, hören heißt nicht verstehen und wissen heißt auch nicht können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erfolgreiche, interessante Tage hier in Kiel. Vielen Dank für Ihr Kommen.